Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro the Dragon Gateway to Glimmer. Gerade noch so gerettet. Wir sind hier in. Wie heißt das Kaff hier? Kolossus, genau. Ja, und wir werden hier jetzt noch ein paar Edelsteinchen, beziehungsweise wir werden das ganze Level einfach mal machen, weil wir haben hier ja noch nichts gemacht. Dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit hier dem Typi. Ein Yeti hat in unserem Haus gewütet. Aber wir konnten ihn fangen, indem wir alle Türen geschlossen haben. Wenn du mit den anderen Brüdern sprichst, öffnen sie die Tore und bringen dich zu ihm. Okay. Irgendwie, wir haben bisher noch keine Könnerpunkte bekommen. Nein! Vorher gesprungen. Egal. Du auch. Ich glaube, hier in dem Level bekommen wir einen Könnerpunkt. Wow. Und zwar, nachdem wir das gemacht haben, wovon ich das letzte Mal keinen Bock drauf hatte. Und zwar, das mit dem Geist-Ding ins Kirchen. Aber ich muss mal gerade was trinken. So. Reden wir erstmal weiter. Mit ihmchen hier. Mit Konzentration müsste ich diese Tür für dich öffnen können. Bruder Arnie. Arnold Schwarzenegger. Ja, ich habe gerade eben sehr gut gegessen. Und zwar habe ich gegessen Currywurst Pommes von der Pommesbude bei uns. Musste mal wieder sein, war auch sehr lecker. Nur die übertreiben es immer mit Mayo. Ich habe gesagt, ich will ein bisschen Mayo drauf haben, aber die haben den halben Eimer da entleert. War aber lecker. Zum Glück tun die das nicht so quer oben drüber machen, sondern nur an eine Stelle dann. Da sind halt nur ein paar davon ertränkt und nicht alles. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt sehr schwer. Vor allem wegen der Mayo. Aber es schmeckt so lecker. So, das war's schon. Ich glaube schon. Wer braucht einen Schlüssel, wenn man so singen kann? Ja, so singen möchte ich nicht können. Gegner wie diese Jacks sind zu groß zum Umstoßen. Dein Feuerstoß sollte solche großen Gegner leicht erledigen. Jo. Erstmal hier runter. Denkt man zuerst, da wäre ein Abgrund, aber nein. So ein Ding. Ich finde die kleinen Dinger hier voll süß, diese Teile. Oder was das ist. Ach. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, wird ein Geisterpartikel freigesetzt. Die Geisterpartikel aktivieren den Powerpunkt in dieser Welt. Wenn der Powerpunkt nicht funktioniert, musst du mehr Gegner besiegen. Jo. Sehen wir hier, wir haben 11. Also wir sollen 11 haben, wir haben aber erst 5 Gegner besiegt. Ups. Double Kill. So. Gut, machen wir hier weiter. Ah, da war noch ein Edelsteinchen. Ja, hallo. Dankeschön. Ja, genau. Ich habe echt ein bisschen Probleme hier mit der Steuerung. Das liegt daran, dass ich das auf dem großen Bildschirm spiele. Und ich genau quasi vor meinem Fernseher sitze, weil momentan lädt mein Controller. Ich will noch nicht mit dir reden. Hey, schau, was ich kann. Kurt! Gute Tag, Kurt! Na, das ging noch diesmal ganz gut. Da hinten ist ein Leben. Und es klingelt an der Türe. Aber ich gehe nicht an die Türe.
So, gehen wir runter hier. Ich freue mich auf mein Essen morgen schon. Ich habe schon mal meiner Mutter gesagt, die braucht mir für das ganze, für die ganze Woche nichts zu essen zu machen. Weil ich hatte heute eigentlich vor, wieder ein bisschen BMX fahren zu gehen. Aber, es hat angefangen zu regnen und dann macht der Park nicht auf. Weil das ist halt Lehmboden. Denk an Jägers Rat. Du gleitest am weitesten, wenn du auf dem Höhepunkt deines Sprungs X drückst. Gleiten! Wir machen halt nicht auf, wenn der Park, wenn es geregnet hat. Weil da ist halt Lehmboden und dann macht man erstens den Lehmboden kaputt. Und zweitens... Hallo, Kamera. Zweitens wird das Fahrrad dadurch mega saudreckig und man kann voll schnell wegrutschen. Deswegen machen die halt nicht auf. Es sah heute Morgen noch so schön aus. Ich habe eigentlich gestern Abend schon gedacht, ach, das wird eh nichts. Dann habe ich gestern Abend gar nicht mehr meine Sachen gepackt. Und dann heute Morgen habe ich rausgeguckt, boah, sieht ja voll schön aus. Sachen gepackt und dann heute um 4 oder 3:30 fing es an zu pissen. Ist so toll. Ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut drauf. Dünnschiss. Out of my Hirn. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal. Oder? Nee, wir gehen erstmal hier gucken, was da so ist. Ah, noch nichts. Okay, das ist versperrt. Aber gleich ist da was. Obwohl ich Vegetarier bin, finde ich, dass du den Yeti abfackeln solltest. Ja, er ist aber ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ich finde die voll putzig, wie die reden. Ich dachte, der Yeti wäre stärker. Er war wohl nur aus Pappe. Ich habe jedenfalls nur unseren heiligen Talisman bewacht, damit der Yeti ihn nicht frisst. Ist die so putzig? Mit ihren kleinen Mündern. Okay. Machen wir mal hier weiter. Ja, auf jeden Fall, morgen mein Essen wird sehr lecker. Und zwar wird es geben... echt, hier kann man nicht hoch? Ich dachte, hier konnte man mal hoch. Voll unnötig. Fischstäbchen im Brötchen. Njam, 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 njam. Das ist voll lecker. Weil morgen kommt doch irgendein Versicherungsheini. Da kann ich halt nichts irgendwie machen. Also ich kann schon was machen, nur na, wenn die Tuse, also das ist eine Tussi, wenn die dann weg ist, dann ist auch schon spät und dann will ich nicht noch was Großartiges machen. Und vorher kaufe ich es auch blöd, weil dann muss ich mich stressen mit dem Essen. Und das mag ich überhaupt nicht. Beim Essen gestresst zu werden. Ah, oh, hier gab es doch, glaube ich, ein Dings. Ich weiß es nicht mehr, ich mache einfach mal. Ah, Spyro, willkommen. Wir finden, Hockey ist ein friedlicher und beruhigender Sport. Möchtest du gegen unseren Torwart spielen? Ja, ein Spiel gegen den Torwart versuchen, ja bitte. Du hast 2 Minuten, um 5 Tore im roten Tor zu schießen. Okay. Ich glaube, die Musik hierbei ist cool. Okay, man muss hier irgendwie so von der Kante, von der Seite antauschen und dann so... Bäm! Weiß Bescheid. Hier machen wir nochmal das gleiche. Nein, fuck you. Oh.
Oh, das kann auch nicht sein. Ich war hier mal besser. Ist mir gerade ein bisschen peinlich. Ist auch echt schon lange her, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Okay, so mache ich das jetzt immer. Na? Oh, ich freue mich schon so doll auf dieses eine Level, ne? Nein. Da muss man irgendwie Zündkerzen finden. Ich meine, das wäre in dem Spiel hier gewesen. Oh! Ey, das kann nicht sein, dass ich das jetzt nicht hinkriege, ne? Das ist voll peinlich. Schon wieder daneben. Nee, das gibt nichts. Oh nö, ey. Du musst dich konzentrieren, um Erfolg zu haben, Spyro. Leck mich. Du hast... Ja, ich weiß. Okay, jetzt aber. Ich krieg das hin. Mein Puck, danke schön. Ach, fick dich, Mann, behinderter Bastard. Am besten noch einfach ins Tor reinlaufen. Okay. Wo bleibt der Puck? Wo ist der scheiß Puck? Ich hab den nicht gesehen. Mein Puck. Ich geh mal wieder von mir der Seite. Ich hab mal gerade genießt, Entschuldigung. So, ein Tor müssen wir noch machen. Wunderbar. Gut gemacht. Nimm das. Eine Kugel. Unsere, wie viel ist das? Unsere 10. Möchtest du einer gegen einen spielen? Ja. Der erste mit 5 Toren gewinnt. Du schießt auf das rote Tor. Los geht's. Okay, jetzt kommt durch. Ich glaube, ich werde hier Probleme haben. Ah, die kann man abfackeln, genau. Nein, 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 nein. Arschkeks. Arschloch. Der passt doch nicht zu mir oder so, ne? Bäm, Ausgleich! Erstmal umwichsen den Kerl. Ey, ich bin sowas von da durchgefahren, ne? Das geht mir aus dem Blickfeld, Mann. Ja, ist gut, Mann.